In diesem Vortrag gehe ich der Frage nach, warum wir eigentlich so komplexe Systeme die ganze Zeit sehen. Und die Erklärung kann, glaube ich, schwerlich sein, dass man sagt, naja, komplexe Systeme versuchen wir zu vermeiden, sondern irgendwie müssen die ja nun entstehen. Und das ist etwas, was ich in diesem Talk, dem ich gerne nachgeben will. Und das ist ein bisschen ein Ergebnis von dem, wie ich mich mit Softwareentwicklung auseinandergesetzt habe. Als ich angefangen habe, habe ich sowas hier gemacht, sehr kleine Basic-Programme. Und das kann man alleine von dem Rechner einfach lösen und sich eben hinsetzen und da irgendetwas schreiben. Aber wenn man längere Zeit mit Softwareentwicklung sich beschäftigt und sich halt anschaut, was eigentlich die Herausforderung ist, dann stellt man eben fest, dass das wirkliche Problem Komplexität ist. Das führt zu der Frage, wie behandeln wir denn eigentlich solche komplexen Systeme? Welche Möglichkeiten haben wir dafür zu sorgen, dass solche komplexen Systeme irgendwie vernünftig entwickelt werden können? Und ein wichtiger Teil der Antwort darauf ist meiner Ansicht nach Module und Architektur. Das heißt, was wir machen ist, wir nehmen dieses sehr große Programm, was wir gerne entwickeln wollen, und teilen das auf in entkoppelte einzelne Module. Und jedes dieser Module enthält jetzt irgendwie einen Aspekt dieses Systems. Und wenn wir das so realisieren, dann haben wir den Vorteil, dass wir auf der einen Seite diese Aufteilung in Module verstehen müssen oder verstehen können. Das ist etwas, was ein Mensch noch verstehen kann. Und dann müssen wir jeweils eins dieser Module in Isolation verstehen. Und das ist auch etwas, was man sozusagen noch leisten kann. Und wenn ich jetzt eben dazu in der Lage bin, diese Module auch noch in Isolation zu ändern, dann ist mein System eben sehr viel besser änderbar und ich komme dazu, dass mein System tatsächlich wartbar ist. Und dafür gibt es diesen schönen Begriff von Module sollten sozusagen in meinen Kopf reinpassen, das heißt von dem Daniel Terhorst North. Das heißt, die Idee ist dort, dass ich eben nicht zu einem System komme, wo ich mir irgendetwas angucke und mein Kopf eben explodiert, weil alles so super kompliziert ist, sondern ich habe eben am Ende zum einen diese Aufteilung in Module und zum anderen die Möglichkeit, jedes dieser Module in Isolation zu verstehen und dadurch habe ich die Möglichkeit, eben so ein auch komplexes System weiterzuentwickeln. Die andere Herausforderung, die wir haben in der Softwareentwicklung, ist, dass wir üblicherweise das nicht alleine machen. Also alle Einsätze, die ich eben typischerweise in meinem Berufsleben habe, sind welche, wo wir in Teams arbeiten, möglicherweise auch mit einer Vielzahl an Menschen. Und das bedeutet, dass wir jetzt am Ende also bei Software ankommen, die eben ausgesprochen komplex ist. Keine einzelne Person kann dieses System verstehen. Es sind Teams, eine Vielzahl an Personen an dieser Software beteiligt. Und das führt eben dazu, dass wir dort sehr große, komplexe Systeme haben und dass man sich damit abfinden muss, dass man eben nicht alles in diesem System verstehen kann. Das führt dann eben auch dazu, dass ich eine Vielzahl an Modulen habe. Das heißt, ich habe eben große, komplizierte Systeme mit vielen Modulen und mit komplizierten Abhängigkeiten zwischen den Modulen. Und an der Stelle ist das, was ich ursprünglich mal wollte, nämlich ein System, das ich als Mensch verstehen kann, das dadurch leicht weiterentwickelbar ist, mindestens gefährdet. Aber eigentlich ist es sogar so, dass wir dann das Ziel verfehlt haben. Und wir als Techniker, für uns ist das tatsächlich ein ernsthaftes Problem, weil das führt dazu, dass wir echte Schwierigkeiten haben. Wir können das System nicht weiterentwickeln, es ist frustrierend, wir stehen unter zunehmendem Druck, es denn doch weiterzuentwickeln und haben dadurch halt ein Problem. So, und daraus ergibt sich eigentlich, dass wir sehr stark incentiviert sind, diese Komplexität zu bekämpfen und möglichst einfache Lösungen zu bauen. Da gibt es auch eine ganze Menge an Techniken. Eine Technik ist zum Beispiel Refactoring. Refactoring hat gerade zum Ziel, ein System so erneut aufzubauen, eine andere Aufteilung in Module zu wählen, eine andere Aufteilung in Programme zu wählen, dass wir zwar immer noch dieselbe Funktionalität haben, die aber geschickter ausgedrückt ist und wir somit die Chance haben, dort leichter dieses System zu verstehen und weiterzuentwickeln. Eine gute Technik ist auch Don't Repeat Yourself. Wenn ich also am Rechner sitze und ich habe jetzt eben gerade das Gefühl, das will ich nochmal schreiben und ich will das halt kopieren, diesen Code will ich halt kopieren, dann ist dort die Idee zu sagen, nein, das tue ich halt eben nicht, sondern was ich tue, ist, dass ich ein Modul rausziehe und dann an den beiden Stellen, wo ich es eigentlich kopieren wollte, dieses Modul wiederverwende. Und dadurch kommt man zu geschickten, guten Architekturansätzen. Das ist eine Technik, die ich nur empfehlen kann. Und Code zu löschen, das ist eigentlich das Ultimative, was wir jetzt erreichen können, um
am Ende ein System zu haben, was noch weniger komplex ist. Wenn wir weniger Code haben für dieselbe Funktionalität, dann haben wir ein einfacheres System. Das muss also irgendwie ein Ziel sein. Und das sind alles gute Engineering Best Practices. Das heißt also, das sind Dinge, die wir typischerweise auch tatsächlich tun. Führt zu der Frage, warum haben wir denn solche komplexen Systeme, wenn wir diese Vielzahl an Techniken haben, um eben mit diesen Systemen sozusagen zurande zu kommen. In dem Kontext fand ich es halt spannend, mich nochmal zu beschäftigen mit Conway's Law. Conway's Law führt zu einer Beziehung zwischen Menschen, Person, Organisation und der Architektur eines Systems. Das heißt, was das Gesetz besagt ist, die Architektur eines Systems kopiert die Kommunikationsstrukturen der Organisation. Das bedeutet also, so wie Menschen miteinander reden, so wird sich das später auch in der Software tatsächlich abbilden. Und das bedeutet, dass eigentlich Organisation und Architektur sozusagen dasselbe sind, zumindest halt sehr stark zusammenhängen, und zwar in beide Richtungen. Also da steht eben, das entspricht. Das heißt also, die Organisation und die Architektur sind mehr oder minder deckungsgleich. Und man kann sich vorstellen, dass das, oder man kann sich vergegenwärtigen, warum das so ist, wenn man mal die beiden Richtungen sich sozusagen anschaut. Also, wie wird aus einer Organisation eine Architektur? Aus einer Organisation wird eine Architektur, indem ich sage, ich habe irgendwelche Organisationseinheiten, irgendwelche Personen, einzelne Personen oder Teams. Denen gebe ich jetzt irgendwelche Aufgaben, die reden mit irgendwelchen anderen Teams, um diese Aufgaben zu erfüllen. Und die werden dann vermutlich Module bauen, weil sie dann die Möglichkeit haben, das, was dort passiert, zu verstehen in Isolation. Und sie haben auch die Möglichkeit, an diesem Modul möglichst unabhängig von anderen Teams zu arbeiten. Und das ist eine Voraussetzung, um überhaupt mit sehr vielen Menschen an so einem System zu arbeiten. Und dann werden sie wahrscheinlich Schnittstellenabsprachen machen. Das heißt, sie werden jetzt irgendwie sagen, okay, ich baue dieses Modul, ihr da drüben baut jenes Modul, irgendwie müssen wir miteinander reden, wir definieren eine Schnittstelle und haben dadurch eine Schnittstellenabsprache. Das heißt, das, was ich jetzt hier organisatorisch vorgelegt habe, findet sich anschließend in den Modulen tatsächlich wieder. Das ist eigentlich sofort eine Auswirkung davon. Da gibt es diese Ideen, Inverse Conway Maneuver ist zum Beispiel so etwas, wo ich eben genau eine Organisation vorgebe und dann darauf setze, dass daraus sich entsprechend eine Umsetzung ergibt. So, und das Umgekehrte, wenn ich also sage, ich habe eine Architektur, dann sollte sich daraus auch eine Organisation ergeben. Naja, ich werde jetzt also eben bei einer Architektur irgendwelche Module mit irgendwelchen Beziehungen vorgeben. Und jetzt, wenn ich das skalieren möchte, wenn ich also jetzt Aufgaben verteilen möchte, dann werde ich diese Module irgendwie auf Teams verteilen müssen. Und hier ist wieder die Geschichte, die, wenn ich eben diese Module, jedes dieser Module einem Team oder einer Person zuweise, dann habe ich dort den Vorteil, dass diese Personen relativ unabhängig voneinander arbeiten können. Also würde ich dort eben wahrscheinlich jedes dieser Module einem Team oder einer Person zuweisen. Und dadurch komme ich eben auch aus dieser Richtung dazu, dass sich dort eben aus der Architektur eine Organisation letztendlich entwickelt. Das bedeutet, dass Organisation eben tatsächlich ein Werkzeug für Architektur sein kann. Ich kann also jetzt sagen, ich habe hier irgendwelche Teams, die haben wir miteinander reden. Ich gebe denen Aufgaben. Ich sage zum Beispiel, ihr seid zuständig dafür, dass Bestellungen bearbeitet werden. Und ihr könnt jetzt Requirements bei irgendjemand anders einkippen. Also zum Beispiel bei dem Team, was für die Zustellung verantwortlich ist. Da unten ist noch ein Team, was Rechnungen schreibt. Und dadurch, dass ich jetzt sage, dieses Bestellteam, das kann eben Requirements an Shipping rausgeben. Dadurch gebe ich da eine Priorität. Ich sage halt, dass das Bestellwesen wichtig ist. Das darf für andere Teams entsprechend Sachen rausgeben. Und dann werden die Teams eben Module bauen und am Ende komme ich eben bei diesen Modulen heraus. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht selber diese Module definiert, sondern ich habe nur eine Organisation vorgegeben. Daraus ergeben sich die Module, weil diese Teams dann eben unabhängige Module entwickeln werden. Und das ist spannend deswegen, weil eben die Organisation definiert sein muss. Ich kann nicht in einem großen Projekt irgendwie einfach sagen, naja, das wird schon irgendwie funktionieren. Es wird eine Organisation geben, die ist irgendwie definiert. Auch wenn ich sie nicht aktiv steuere, wird sie sich ergeben. Und das ist eben die grobgranularste Architekturentscheidung, die ich so vorgeben kann. So, und das führt jetzt zu einer interessanten Beobachtung. Also typischerweise ist das, was Manager tun, eben diese Arbeit an den Organisationen. Wenn die Organisation aber die Architektur ist, dann stellt sich eben die Frage, ob Architekten nicht Manager sind oder umgekehrt.
Also wenn ich jetzt eben sage, ich möchte gerne eine bestimmte Architektur haben, hat das Auswirkungen auf die Organisation. Und wenn ich dieses Inverse-Convey-Manöver mache, wo ich also erstmal die Organisation vorgebe und dann darauf setze, dass sich daraus eine Architektur ergibt, dann ist es eben so, dass ich dort eigentlich eine Managementaufgabe betreibe. Und das führt zu dieser Geschichte, mit der ich mich halt auch rumschlage, dass Organisation am Ende eigentlich ein Werkzeug für Architektur ist. Und das ist nicht nur etwas, was ich jetzt sage, sondern das ist etwas, was man zum Beispiel auch bei Domain-Driven Design sehen kann. Dort gibt es Patterns, wie Teams miteinander reden können. Und das ist die Art und Weise, wie eben Domain-Driven Design in großen, komplexen Systemen diese Aufteilung in Module versucht zu managen. Und das Inverse-Convey-Manöver, über das ich bereits gesprochen habe, das ist etwas, was aus dieser Microservices-Welt sehr stark kommt. Also auch etwas, was so moderne Architekturansätze nutzen. Das heißt, diese Idee, Organisation als Werkzeug zu benutzen für Architektur, das ist etwas, was sicherlich aktuell eine ganze Menge Leute beschäftigt, was eben tatsächlich ein mittlerweile anerkanntes Werkzeug ist. So, und weil Organisation definiert sein muss, deswegen kriegen wir dort einen wichtigen Architektur-Impact. So, dieses Gesetz von Conway, das kommt von dem Mel Conway. Der ist auch auf Twitter aktiv, das heißt, man kann mit ihm eben tatsächlich an der Stelle kommunizieren und kann dann irgendwie schauen, was der so über bestimmte Dinge in der Welt gerade denkt. Und der hat eben dieses Original-Paper geschrieben, in dem eben Conway's Law, das nach ihm benannte Gesetz, definiert worden ist. Und das würde ich mir jetzt gerne nochmal tiefer anschauen, denn dort steht auch etwas drin über diese Managementrolle und über Komplexität im Allgemeinen. So, und das ist im Wesentlichen eigentlich nur das, was das Paper irgendwie sagt. Das heißt also, hier gebe ich jetzt nicht unbedingt meine Meinung wieder, sondern zitiere letztendlich das Paper relativ ausführlich. Das heißt also, man kann mir sozusagen, ich hoffe, man kann mir keinen Vorwurf machen, denn am Ende übergebe ich eben nur irgendwelche Nachrichten. Die Herausforderung, die ich eben habe in größeren Systemen, das habe ich am Anfang gesagt, ist, dass ich eben eine Vielzahl an Personen habe, die daran arbeiten. Und dadurch entstehen auch eine Vielzahl an Modulen. Was jetzt Conway in seinem Paper im Weiteren sagt, ist, dass Manager, naja, ihr Prestige hängt davon ab, wie groß das Team ist, das sie managen. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich sozusagen nachvollziehen kann. Also ich habe durchaus Jobinterviews geführt, wo ich dann irgendwie sagen sollte, wie groß die Teams sind, die ich bisher geführt habe. Das ist also etwas, was eben tatsächlich eine wichtige Größe ist, um nachzuweisen, dass man eben ein guter Manager ist. Analog eben das Budget, das lässt sich letztendlich auch in Personen sozusagen ausdrücken. Das heißt, wenn ich jetzt große Budgets verwalte, bin ich offensichtlich ein erfahrener und guter Manager an der Stelle. So, und das bedeutet jetzt, dass Manager eigentlich versuchen werden, möglichst ein großes Team und ein großes Budget zu bekommen, so Conway, selbst wenn es ein kleines Projekt nur ist. Und das hängt eben damit zusammen, dass ich darüber Prestige gewinne und ja, einfach sozusagen nachweisen kann, was für ein guter Manager ich bin. Und das ist jetzt außerdem noch nützlich, weil es eine Entschuldigung sein kann für, naja, ich habe also 100 Leute daran gesessen, das war halt ein großes, schwieriges Problem, das hat 100 Leute nicht hinbekommen. Und dadurch weise ich eben nach, wie groß und schwierig das Problem ist. So, und was Conway jetzt daraus ableitet, ist, dass Manager eben am Ende aus einem Team ein möglichst großes Team machen werden und möglichst viele Personen daran beteiligen werden. So, jetzt kann man die Frage stellen, was interessiert mich das? Wir haben dann eben am Ende mehr Leute, die daran arbeiten, die machen letztendlich irgendwie nichts, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Also nicht, es bedeutet, dass Geld verbrannt wird. Das ist irgendwie nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber ich habe dort eben am Ende als Architekt kein besonders großes Problem. So, und da stellt sich halt heraus, dass es ein weiteres Gesetz gibt, und zwar das Gesetz von Parkinson, und das basiert auf verschiedenen Beobachtungen. Und da gibt es zum Beispiel die Beobachtung, dass das Amt, was für die Verwaltung der Kolonien im britischen Empire zuständig war, naja, die Zahl der Kolonien ist irgendwann runtergegangen, weil eben Staaten sich selbstständig gemacht haben und eben aus nicht mehr zum britischen Empire gehörten. Trotzdem ist die Anzahl der Mitarbeiter gewachsen, was also bedeutet, dass die größte Anzahl an Mitarbeitern in diesem Amt da zu dem Zeitpunkt war, als es eben gar keine Kolonien mehr gab. Und
Das ist irgendwie sehr komisch, nicht? Also warum ist das so? Und Parkinson's Law gibt als Gründe dafür an, dass Leute, die dort arbeiten, Untergeordnete haben wollen. Eben Leute, die sie managen können und nicht unbedingt Rivalen. Das heißt also, jeder ist jetzt incentiviert, in so einem Amt wie diesem Amt für die Kolonialverwaltung oder auch in einem Projekt möglichst viele Leute unter sich zu haben und nicht so viele Leute sozusagen neben sich an der Stelle. Und dann führt das dazu, dass eben diese verschiedenen Leute wechselseitig füreinander Aufgaben erzeugen, dass sie also abgestimmt werden müssen und so weiter und so weiter. Und das führt eben dazu, dass die Anzahl der Mitarbeiter durchaus jedes Jahr wächst, egal ob es Arbeit gibt, mehr Arbeit gibt oder egal, dass es halt irgendwelche Arbeit an der Stelle gibt. Und das ist eben dieses Gesetz von Parkinson, das besagt, dass die Arbeit sich sozusagen ausdehnt, um am Ende alle Zeit aller Leute, die damit beschäftigt sind, auszufüllen, die eben dazu da sind, um an diesem Problem zu arbeiten. Das heißt also, es wird nicht so sein, dass diese Leute gar nichts tun, sondern die werden daran eben arbeiten und eben tatsächlich ihre gesamte Zeit darauf verwenden. Das bedeutet also, diese zusätzlichen Personen, die jetzt der Manager irgendwie anschafft, das sind Leute, die jetzt tatsächlich an dem Problem arbeiten werden. Also ich bin immer noch dabei und rede über das Paper von Conway, aber das, was jetzt Conway an der Stelle mit seinem eigenen Gesetz sagt, ist, naja, wenn ich halt diese Organisation habe und da halt ganz viele Kommunikationsbeziehungen habe zwischen diesen Personen, weil die alle an diesem Problem arbeiten, dann wird die Kommunikation wahrscheinlich irgendwie schwierig oder sogar nicht mehr vernünftig funktionieren, weil ich einfach so viele Personen habe. Und wenn ich jetzt das Gesetz von Conway eben anwende, dann bedeutet das, dass meine Architektur an der Stelle eben auch komplex sein wird und letztendlich ich eben dort auch einen Fehler erzeuge, sodass das Ganze mir eben um die Ohren fliegt. So, und das bedeutet, dass eben Conway in seinem Paper eigentlich folgende Kausalkette aufbaut. Er sagt, Manager sind an dem Prestige interessiert. Das bedeutet, sie versuchen möglichst ein großes Team zu bekommen. Das Gesetz von Parkinson sagt, alle werden dann irgendwelche Arbeit dort machen. Das bedeutet, dass ich also tatsächlich eine große Organisation habe, eine möglicherweise zu große Organisation für das eigentliche Problem. Dort wird dann die Kommunikation schwierig oder möglicherweise gar nicht mehr möglich sein. Das führt dann aufgrund des Gesetzes von Conway dafür zu, dass die Architektur komplex ist. Und das führt mir eben zu so einer ziemlich dramatischen Situation, wo ich eben viele Leute habe, die an einem Projekt arbeiten, die Architektur desaströs ist und eben das Team auch nicht mehr wirklich handlungsfähig ist, weil es kaum noch kommunizieren kann. Und das ist eben von diesem Paper von Conway von 1968. Ist also eine Erkenntnis, die älter ist als ich. Und vielleicht hat jemand sowas schon mal in der freien Wildbahn sozusagen gesehen. Das, was hier so beschrieben wird, ist, große Projekte sind nicht nur teuer und risikoreich, sondern ich habe aufgrund dieser Mechanismen auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine schlechte Architektur bekomme und dass ich große Projekte habe, oftmals ungerechtfertigt große Projekte. Und dass das so schwierig ist, dort eine vernünftige Architektur hinzubekommen, das ist genau das, was Parkinson und Conway eben erklären und damit eine Herausforderung sozusagen an der Stelle darauf hinweisen. So, und das bedeutet, dass Manager in gewisser Weise Komplexität anbieten. Es ist etwas, worauf sie hinarbeiten. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das sozusagen aktiv tun. Also der Vorwurf oder das, was hier Conway hier formuliert, ist ja nicht, Manager wollen komplexe Systeme bauen, sondern die Aussage ist eher, naja, weil sie eben incentiviert sind, weil sie in einer bestimmten Art ticken, landen wir am Ende bei komplexen Systemen. An der Stelle kann man jetzt so einen typischen Entwicklerreflex sozusagen benutzen und kann halt sagen, naja, also dass Manager das wollen, das mag ja sein, aber Entwickler tun das sicher nicht. Alle Techniker, die wir haben, werden halt so bei so einer komplexen Software sagen, nee, das ist irgendwie ein großes Desaster, das wollen wir auf keinen Fall und werden versuchen, dem sich entgegenzustellen, weil es am Ende sie selber sind, die dort die Herausforderung haben. Da würde ich jetzt gerne nochmal drüber sprechen. Und zwar
folgendes Gedankenexperiment. Ich würde mich jetzt hier hinstellen und würde sagen, ich habe ein neues System gebaut für irgendeinen Kunden. Das ist eine einfache Java-Anwendung. Ja, und an der Stelle würden wahrscheinlich Zuschauer sagen, ist ja okay, warum erzählst du mir das? Also Java-Anwendung halt, hört sich jetzt unspannend an. Ja, aber vielleicht hat die eben ein bestimmtes Problem gelöst, ein Business-Problem gelöst und ist dadurch ausgesprochen erfolgreich gewesen. Aber das interessiert jetzt andere Techniker an der Stelle relativ wenig. Wenn ich mich hier hinstelle und sage, ich habe ein Microservices-System gebaut, ich habe sowas benutzt wie zum Beispiel CQS, ein Architekturansatz, der nützlich ist, um sehr hoch zu skalieren, der schreibende und lesende Zugriffe voneinander trennt. Sowas wie Event-Sourcing, wo ich also aus Events meinen Zustand wieder neu rekonstruieren kann. Ich habe vielleicht Kafka benutzt als ein System, um eben Nachrichten abzulegen. Ich habe moderne Infrastruktur benutzt, sowas wie Kubernetes beispielsweise. Ich habe einen Service Mesh benutzt, der auch hilfreich ist für die Umsetzung von Microservices. Dann wäre wahrscheinlich die Reaktion, oh wow, das ist ja wirklich beeindruckend. Solche Projekte sind halt technisch cutting edge. Möchtest du nicht darüber einen Konferenz-Talk halten? Sondern dass ich dort vielleicht gar kein Business Value generiert habe und halt kein System gebaut habe, das irgendein Business-Problem löst, das ist da halt irgendwie irrelevant. Und solche Systeme, die halt einfach neue Technologien benutzen, das sind nicht die einzigen, die halt in dieses Problem reinlaufen. Also wenn ich mich hier hinstelle und sage, ich habe ein hochskalierbares System gebaut, was irgendwie NoSQL benutzt, was in der Cloud läuft, ist das auch wieder etwas, wo man sagt, oh, du hast dich halt mit ziemlich krassen Technologien auseinandergesetzt, das ist sehr anspruchsvoll. Skalierbare Systeme sind halt eine echte technische Herausforderung. Wenn ich mich jetzt irgendwie hinstelle und sage, naja, aber ich hatte eigentlich kaum Benutzer, dann habe ich offensichtlich das Business-Ziel wieder nicht erreicht. Ich habe also ein System gebaut, das halt sehr skalierbar ist, das also viele Benutzer unterstützt. Aber ich habe gar nicht so viele Benutzer, also habe ich eigentlich am Ziel vorbeigearbeitet. Aber es ist eben etwas, was beeindruckend ist. Und das ist durchaus etwas, was vielleicht für Techniker relevant ist. Und ich habe da einen Tweet gefunden, der halt sagt, auch Entwickler erwarten Komplexität, also beten sie vielleicht nicht an. Das heißt also, wenn ich jetzt jemandem eine einfache Aufgabe gebe, dann wird sie halt erstmal so weit in der Komplexität getrieben, bis sie halt irgendwie ein vernünftiges Level an Komplexität erreicht hat. Das bedeutet auch, wenn Entwickler eben gar keine Herausforderung haben, die sie halt gerade lösen müssen, dann werden sie sich eine Herausforderung einfach erschaffen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man da jetzt irgendwie Entwicklern und Technikern und Architekten wie mir einen Vorwurf machen kann, denn am Ende ist es eben so, dass Business-Leute die Leute sind, die sich halt um das Business Gedanken machen, für die halt sowas wie ein Business-Wert relevant ist. Und ich muss gestehen, mich interessiert das nicht so wahnsinnig stark. Also mittlerweile bin ich so weit, dass ich eben sage, dieser Business Value ist wichtig, weil ich glaube, dass man daraus Konsequenzen ziehen muss und daran gute Systeme realisiert. Aber Engineers sind eben am Ende Leute, die Systeme bauen wollen. Und komplexe Systeme zu bauen ist eben eine größere Herausforderung und ist mehr Spaß und führt eben auch zu mehr Prestige. Das heißt also, dieses Wertesystem, in dem sich dort Entwickler, Architekten und andere Techniker befinden, ist nicht so wahnsinnig überraschend. Wäre es nicht so, wären diese Personen eben an der Stelle keine Techniker geworden. So, und das bedeutet, dass auch Entwickler und Entwicklerinnen eigentlich Komplexität anbieten, weil sie technisch incentiviert sind, weil sie sich eben mit neuen Technologien, mit interessanten Herausforderungen beschäftigen wollen und dadurch entstehen eben Systeme, die häufig einfach komplex sind. Was ist jetzt noch zur Komplexität zu sagen? Ich würde sagen, dieses Anbieten ist noch nicht alles. Ich glaube, dass man Komplexität noch aus anderen Gründen sozusagen anstrebt. Und da möchte ich berichten von einem Meeting, was ich mal hatte, tatsächlich bei einem Kunden, das ist schon länger her, wo ich irgendwie gesagt habe, also sowas wie Continuous Delivery ist eine gute Idee, man sollte halt sich auch über Cloud Gedanken machen. Das sind wichtige Eckpunkte, um eben eine produktive, moderne Softwareentwicklung hinzubekommen. Und es stellt sich heraus, dass man das eben mittlerweile auch beweisen kann, dass eben sowas wie Continuous Delivery einen wichtigen Einfluss hat auf die Produktivität. Der Kunde, dem wir dort gegenüber saßen, der hat dann irgendwie gesagt,
nein, das wird hier nicht funktionieren. Woraufhin ich irgendwie gesagt habe, naja, aber es gibt eben Beispiele wie Google oder Amazon, das sind ja immerhin sehr große Organisationen, bei denen das offensichtlich funktioniert. Und da kam dann zurück, ja, das mag halt so sein, aber unsere Systeme sind noch viel komplizierter. Ich habe das jetzt nochmal versucht zu verifizieren. Also Google in 2015, ich muss mich entschuldigen, so richtig aktuelle Zahlen sind da irgendwie schwierig zu bekommen. Die haben 2 Milliarden Zeilen Code. Die haben 25.000 Leute, die daran arbeiten und 2,5 Millionen Server. Ich glaube nicht, dass der Kunde, der mir dort gegenüber saß, in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd in diesen Bereich gekommen ist. So, und jetzt ist die Frage, warum hat mir diese Person, die mir dort gegenüber saß, das halt erzählt? Und man kann natürlich sagen, naja, ist einfach unqualifiziert. Das finde ich schwierig. Also normalerweise versuchen Leute ja, also denken Leute durchaus nach und sind halt überzeugt von dem, was sie sagen. Und ich glaube, da ist was anderes, das ist ein anderer Prozess. Und das ist diese Fehlannahme, die man über Komplexität häufig hat. Wenn ich mir von weit weg irgendwas angucke, also ich gucke mir zum Beispiel Google an, da ist eine Eingabezeile, ich gebe etwas ein, dann kommt ein Suchergebnis zurück. Das kann nicht schwierig sein. Es gibt sowas wie Elasticsearch, es gibt Volltext-Suche-Engines, die können genau sowas. Also sollte es nicht so schwierig sein, Google zu bauen. Und um vollständig ehrlich zu sein, ich bin mir auch nicht ganz sicher, was diese 25.000 Softwareentwickler dort tun. Aber natürlich tun die etwas, bauen dieses System. Und wir, die wir halt von draußen drauf gucken, wir können uns eben nicht wirklich vorstellen, wie diese Systeme intern funktionieren. Und wie viele komplexe Sachen da sind. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass bei einer Google-Suchengine sowas wie Spam ein Problem ist und viele, viele andere Dinge dort Herausforderungen sind, auch natürlich die Skalierbarkeit. Aber wenn ich von draußen eben drauf gucke, ist das eine Eingabezeile und das sieht halt erstmal einfach aus. Und das setzt sich fort. Also ich bin als Berater häufig in der Situation, dass ich irgendwo hinkomme und er sozusagen laienhaft mir sage, naja, also weiß ich nicht, Versicherung, wie schwierig kann das schon sein? Ich überweise jeden Monat irgendwie eine bestimmte Menge an Geld und wenn dann der Versicherungsfall eintritt, dann wird mir Geld überwiesen. Das kann nicht schwierig sein. Wenn man dann irgendwie tief genug reinpickt, stellt man fest, nein, das ist super kompliziert. Und das gilt eigentlich immer. Also wenn ich irgendwo hinkomme als Berater, dann kriegt man nach einiger Zeit typischerweise raus, wo eigentlich genau diese Herausforderungen sind. Und das bedeutet, wenn ich halt diese Details angucke, dann ist eigentlich alles irgendwie kompliziert. Und das führt jetzt dazu, dass ich das System, was ich baue, das kenne ich natürlich irgendwie gut. Das heißt, dort weiß ich, was die ganzen Herausforderungen sind. Das ist also etwas, was mir kompliziert vorkommt. Auch wenn ich es mit Google vergleiche, von Google kenne ich eben diese ganzen Herausforderungen an der Stelle nicht. Und das ist so eine Falle, in die man leicht reintappt. Das zeigt aber noch was anderes. Das zeigt eben auch, dass ich mit dieser Komplexität jetzt mich entschuldigen kann und halt sagen kann, naja, also die Komplexität an dieser Stelle, die kommt mir so ein bisschen sozusagen zu Pass, weil dadurch muss ich mich eben mit einigen Sachen nicht ernsthaft beschäftigen, weil das kann ich hier sowieso nicht umsetzen. Wir haben halt viel größere Probleme, deswegen geht das hier nicht. Das finde ich ja persönlich ein bisschen schade an der Stelle, aber so ist es eben an der Stelle. Was bedeutet das denn in der Zusammenfassung? Manager bieten indirekt Komplexität an, weil sie eben eine große Organisation und viel Prestige haben wollen. Das ist etwas, was Conway in seinem Paper zumindest hingeschrieben hat. Entwickler tun das eben auch so aus Prestigegründen, um eben dafür zu sorgen, dass man sagt, naja, wir haben halt hier echte große Herausforderungen gelöst. Aber es ist gleichzeitig eine gute Entschuldigung. Was können wir jetzt daraus ableiten? Ich sollte eigentlich Komplexität vermeiden und ich sollte mir vergegenwärtigen, was meine Ziele sind und sollte versuchen, das mit möglichst wenig Aufwand möglichst einfach zu erreichen, was eigentlich bedeutet, dass ich dann einen langweiligen Job mache, was hier positiv gemeint ist. Und ich sollte mich dann eben auch nicht so sehr um das Prestige kümmern. Dann habe ich am Ende ein besseres, weniger stressreiches Leben und besseren Business-Erfolg. Oder die andere Möglichkeit wäre eben, dass ich tatsächlich ein System baue, das
aus irgendwelchen Gründen komplex sein muss, das wäre auch etwas, was an der Stelle passieren könnte. Wen das interessiert, hier sind noch Links auf zwei Blogbeiträge, wo ich das noch weiter diskutiert habe. Da kann man das Ganze auch nochmal nachlesen. Vielleicht an der Stelle nochmal als Zusammenfassung, also warum habe ich diesen Talk gemacht? Weil ich eben glaube, es ist naiv anzunehmen, dass Komplexität auf jeden Fall bekämpft wird. Und wenn wir diese Mechanismen kennen, die dazu führen, dass Komplexität entsteht, obwohl wir sie eigentlich bekämpfen wollen und bekämpfen sollten, dann ist das der erste Schritt darin, diese Mechanismen zu durchbrechen und dafür zu sorgen, dass wir eben zu tatsächlich einfachen Lösungen kommen. Und dafür ist, glaube ich, dieser Talk sozusagen eine Voraussetzung, also erstmal zu realisieren, wo diese Herausforderungen herkommen, um dann dementsprechend nachzugehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.